Ursprünglich wurde ja Ende der 60er Jahre schon die sogenannten semantischen Netzwerke in den USA vorgeschlagen. Wir haben die dann so Anfang der 70er Jahre auch in Deutschland genutzt, haben aber sehr schnell festgestellt, dass gerade der springende Punkt, nämlich die Semantik, dort nicht klar definiert war. Es muss ja so sein, und das ist der große Unterschied zwischen Knowledge Graph und semantischem Netz, dass im Knowledge Graphen Relationen verwendet werden, also als Kanten zwischen den Objekten, die auch wirklich algorithmisch für das System, was den Knowledge Graph bearbeitet, verständlich sind. Und daraus können Schlussfolgerungen entstehen. Wenn Sie zum Beispiel im Knowledge Graph definieren, in der Mathematik ganz simpel, eine Ellipse ist definiert durch zwei senkrecht aufeinander stehende Strecken und dann definieren Sie einen Kreis, ja, wo ja auch zwei Strecken aufeinander stehen, dann würde das System automatisch erkennen können, dass jeder Kreis eigentlich auch eine Ellipse ist, ein spezieller. Oder anderes Beispiel, Sie sagen, PKW hat mindestens vier Räder. Es gibt auch welche, die haben sechs und so weiter. Aber wenn Sie dann ein Objekt der Knowledge Graph entdeckt, was nur zwei Räder hat, dann würde er sofort sagen, ja, nee, das ist aber kein PKW. Das heißt, der Knowledge Graph macht auch eben fiel schon das Stichwort Inferenz oder Schlussfolgerungen vollautomatisch. Er subsumiert, und da hat man lange dran gearbeitet, das ging bei den semantischen Netzen nicht, weil jeder gerade irgendeinen Begriff, den er kannte, da an die Kante geschrieben hat. Das macht natürlich keinen Sinn. Das ist das Erste. Das Zweite, aber ganz Wichtige, und das ist der Durchbruch der heutigen Knowledge Graphen, dass man das auch zum Teil durch maschinelles Wissen automatisch erstellen kann. Das heißt, die Automatisierung der Erstellung von Unternehmenswissensgraphen beispielsweise, das ist eine ganz große Sache. Denn vorher, wenn man das per Hand gemacht hat, blieb man vielleicht bei 1000, bei 10.000, vielleicht noch 100.000 Knoten stecken. Heute haben wir beispielsweise einen Wissensgrafen von Google, der hat ja sage und schreibe 540 Milliarden Knoten. Müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist also nicht eine normale Grafdaten. Und wie haben die es gemacht? Ja, die ziehen das Ganze aus Wikipedia raus. Auch da haben wir uns ja sehr früh am DFKI, auch in der Smart Factory, auch die Firma Empolis mit beschäftigt, dass man ja natürlich aus etwas wie Wikipedia sogenannte automatische Informationsextraktion. Und das landet dann alles im Knowledge Graph, sodass der Unternehmer, auch der Mittelständler, jetzt nicht gleich den großen Schock kriegen muss und sagen, um Gottes Willen, ja, wie mache ich das? Da habe ich gar nicht die Arbeitskräfte zu, sondern ganz große Teile, ich will nicht sagen alles, aber große Teile können auch automatisiert erstellt werden. Das sind eigentlich die zwei wichtigen Punkte, die dazu führten, dass jetzt der Wissensgraph doch immer mehr akzeptiert wird und wirklich große Anwendung hat. Letztes will ich noch betonen, auch dort hat Deutschland eine große Rolle gespielt. Ich habe selbst bei MIT Press ein Buch rausgebracht, Spinning the Semantic Web. Dort hatten wir schon gesagt, wir brauchen auch eine Standardisierung. Heute spricht ja jeder über Interoperabilität der Wissensbasis, das ist beim digitalen Zwilling natürlich das A und O. Wie geht das? Ja, indem man genormte Beschreibungssprachen benutzt. Auch da will ich nochmal, DFKI und Empolis waren da immer aktiv. Ich nenne nur die Sprache OWL. Das heißt jetzt nicht Ostwestfalen-Lippe, sondern das heißt Ontology Web Language, also eine Ontologie, Websprache. Das heißt, dort werden die Begriffe für Wissensgraphen bereitgestellt und sind durch W3C genormt. Auch das ist ein dritter Qualitätspunkt, den ich sehr wichtig finde.